Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Happy Huhn Video. Heute dreht sich bei mir alles um mobile Hühnerzäune. Hier im Hintergrund seht ihr schon unsere Legetruppe mit einem mobilen Zaun von Selfmania. Diesen Selfmania Hühnerzaun haben wir hier jetzt in relativ kurzer Zeit aufgebaut. Und wie das ausgesehen hat, wie die Handhabung beim Aufbau war und wie die Hühner reagiert haben, als sie zum ersten Mal hier auf diesen grünen Bereich vor ihrer Voliere laufen durften, das zeige ich euch jetzt im nachfolgenden Video. Bei mobilen Hühnerzäunen ist meiner Meinung nach immer das Problem, dass sie oft einfach wahnsinnig instabil sind, auch nicht schön aussehen. Gerade so diese Netze, die dann so überall kreuz und quer in der Gegend rumhängen, sind ja eigentlich oft optisch eher eine Abwertung für ein Grundstück oder für einen Hof. Und wir möchten hier jetzt einfach mal austesten, wie eine Alternative dazu eben von Selfmania sich in der Praxis dann so macht. Ja, dann schauen wir uns das mal an. Lieselotte, Serafina, Schoko, Froni und die anderen Seramer sind schon am Start für den Produkttest. So wurde das geliefert. Einige Pfosten dazu, ich glaube 16 Stück, die Rolle schön sauber aufgerollt und mehr ist es auch schon gar nicht. Also das ist schon mal ein sehr simpler Zaun ohne viel Zubehör. Ja, und hier an diese Stelle soll der Zaun hin. Das ist so eine kleine grüne Insel bei uns mitten auf dem Hof mit einem alten Apfelbaum. Und diese Wiese kann auf keinen Fall als permanenter Hühnerauslauf fungieren, weil die grün bleiben muss, denn die gehört einfach zum Hofbild. Und darum ideal, um hier mal temporär den mobilen Zaun von Selfmania aufzubauen. Da es nicht wirklich viel vorzubereiten gibt, fange ich einfach mal direkt an, backe mal den Zaun selber aus. 25 Meter sind es und etwa 1,20 hoch. Das ist schon mal ganz gut. Und die Rolle ist nicht allzu schwer, super zum Händeln. Darum versuche ich am Anfang gleich mal den Zaun selber aufzustellen. Die Spieße bzw. Pfosten werden einfach durch das Gitter durchgewoben oder geflochten. Es ist Kunststoffmaterial, einem Sechseckgeflecht, einem Hasengitterzaun nachempfunden. Und das geht bei unserem Lehmboden schon mal recht gut, weil im Lehmboden diese spießartigen Pfosten auch vergleichsweise gut und stabil halten. Alleine ist es dann doch gar nicht so einfach. Ich könnte natürlich den ganzen Zaun auch erstmal ausrollen, aber dann ist er ja schon wieder das erste Mal im Dreck. Und deswegen hole ich mir dann noch meinen Vater zur Hilfe. Zu zweit tut man sich leichter. Ich möchte jetzt einfach mal für das erste aufbauen, dass der Zaun möglichst sauber bleibt. Und dann tue ich mir natürlich auch leichter damit, die Pfosten einzuflechten. Da ich sowohl die Flucht der Voliere als auch des Wirtschaftsgebäudes nutzen kann, komme ich mit den 25 Metern schon relativ weit und wir bauen auch gar nicht die ganze Rolle auf, sondern wir wollen hier einfach nur mal zu Demonstrationszwecken eben eine kleine Fläche vor der Voliere einzäunen. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, die Stäbe mehrfach in das Sechseckgeflecht reinzuweben, denn dann ist der Zaun auch stabiler. Er hat generell eine bessere Grundstabilität, ist formstabiler als ein Netzhühnerzaun, das ist schon mal gut. Die Frage ist aber natürlich, wie das aussieht, wenn da die Sonne drauf knallt den ganzen Sommer und wie langlebig dann mit der Zeit wirklich dieses Kunststoffmaterial ist. Es ist dann auch schon soweit und die Hühner dürfen raus, nach nicht einmal 10 Minuten, ganz ehrlich. Und die freuen sich natürlich wahnsinnig über das schöne Grün vor ihrer Voliere. Sie haben ja hinter dem Stall sowieso riesige Ausläufe, aber da ist jetzt um die Jahreszeit noch nicht viel mit Wiese. Und den Schnabel vorne haben wie immer die Exchecker, wenn es was zu erkunden gibt. Wie könnte es auch anders sein? Es ist schon mal sehr positiv, dass nicht direkt ein paar Hühner abgehauen sind. Unsere anderen Gehege sind alle übernetzt mit einem mehr als 2 Meter hohen Maschendrahtzaun umfriedet. Und das ist nicht nur, damit die Hühner nicht abhauen, sondern auch wegen der Greifvögel hier. Das ist auch einer der Gründe, warum wir mobile Zäune nur immer zwischendrin mal verwenden können, wenn man auch ein Auge auf die Tiere hat. Aber der Anblick unserer Hühnerschar mitten auf der grünen Wiese, mitten am Hof, ist doch schon mal wirklich göttlich, hat Bilderbuchqualität. Und das würde jetzt mit so einem Netz schon wieder gar nicht so ordentlich und edel ausschauen, finde ich.
Was man sicherlich auch dazu sagen muss, ist, dass dieser Selfmania-Zaun vor allem auf ebenen Flächen gut funktioniert. In Hanglagen dürfte es schwierig werden, den Zaun so aufzustellen, dass er auch wirklich noch schön aussieht. Da hat man dann schnell natürlich Biegungen drinnen oder unschöne Wellen. Das ist jetzt zwar beim Netz auch der Fall, aber da fällt es nicht auf, da es sowieso gar nicht erst irgendwie gleichmäßig aussieht. Dieser Selfmania-Zaun fügt sich jetzt mal relativ harmonisch in das Gesamtbild ein, wenn man ihn aus der Ferne betrachtet. Ich finde auch den sehr dunklen Grünton hier wirklich vorteilhaft. Und dass er eben 1,20 Meter ist und nicht nur 1 Meter oder 90 Zentimeter, ist sicherlich auch schon mal ganz toll. Bei unseren Hühnern in der Legetruppe handelt es sich durchweg um so typische Standardhühner von der Größe her und die können auch in einem Hühnernetz nicht durchschlüpfen. Anders sieht es da oft schon bei Küken- und Zwerghühnern aus, die ja bei Netzzäunen auch mal abhauen. Und das ist ja jetzt bei diesem Zaun von Selfmania auch kein Problem. Durch die sehr engen Maschen würde der für Zwerghühner und Küken ebenso sich eignen. Außerdem besteht auch nicht die Gefahr, dass sich Katzen verheddern. Ihr erinnert euch, vor vielen Jahren hat sich mal mein Kater Bagheera in Innsbruck in einem Hühnernetz verfangen. Schock pur. Meine liebe Hühneroma Hilda besucht mich natürlich auch und findet ja die Hühner einfach generell toll. Von ihr habe ich als Kind schon so manchen Tipp für die Hühnerhaltung mitbekommen, den ich heute ja auch an euch schon weitergegeben habe. Und sie findet den Zaun auch super, höher dürfte er für sie allerdings nicht mehr sein, denn dann kann sie nicht mehr so leicht drüber reichen, wenn sie meine Hühner füttern möchte. Zu Omas Zeiten liefen ja generell immer bis zu 60 Hühner komplett frei auf dem Hof rum. Damals gab es aber auch noch nicht so viele Greifvögel, weil es einfach auch mit dem Schutz der Greifvögel noch nicht so gut bestellt war, sage ich jetzt mal. Das waren andere Zeiten. Also es ist erstmal alles recht ruhig und friedlich gelaufen für den Anfang, keine Ausbüchser. Und ich werde den Zaun jetzt dann aber noch am gleichen Tag wieder abbauen und an seinem vorläufigen Endstandort wieder aufbauen, wo er etwas länger stehen bleiben darf. Das heißt, ihr seht auch gleich, wie der Zaun dann in der Wiederabmontage sich verhält. Jetzt wird es aber mal Zeit für ein kleines Zwischenfazit, würde ich sagen. Ja, jetzt sind die Hühner schon eine Zeit lang in diesem neu entstandenen Gehege, das tatsächlich in 10 Minuten aufgebaut war mit dem Selfmania-Zaun. Das muss ich wirklich sagen, also der Zeitaufwand war nicht sehr groß. Am Anfang habe ich versucht, den Zaun alleine aufzubauen, geht auch. Aber man stellt sich dann recht ungeschickt an. Es ist schon einfacher, wenn man zu zweit ist. Mein Vater hat mir dann geholfen. Es ist bei uns so, es sind ja doch 7 verschiedene Hühnerrassen hier im Gehege. Die Exchequer, die Altsteirer, die Marans, die deutschen Sperber, die Vorwerks, die Barnefelder, die Silverruts. Und die meisten dieser Hühnerrassen können durchaus fliegen, wenn sie es möchten. Gerade die Exchequer sind begnadete Flieger, aber auch die Silverruts und die Altsteirer können echt richtig gut fliegen. Und bei so mobilen Hühnerzäunen sagt man ja immer, das Hühnerauge kann nicht so richtig einschätzen, wie hoch ist das Hindernis, findet keine Aufsitzfläche, wo es auf den Zaun drauf liegen kann. Und deswegen werden die herkömmlichen mobilen Netzzäune oft von den Hühnern nicht überflogen. Ob das jetzt bei dem Zaun hier auch so ist, bis jetzt ist mal kein Tier drüber geflogen. Aber wir werden den Zaun auf jeden Fall jetzt das ganze Jahr immer wieder einsetzen und testen. Und ich werde euch da auf jeden Fall auch Langzeitberichte und Erfahrungswerte weitergeben. So, fürs Erste würde ich jetzt einfach mal sagen, der Zaun sieht gut aus, ist auf jeden Fall deutlich stabiler als der übliche Netzzaun. Die Hühner bleiben jetzt alle mal da, wo sie sind. Und vor allem die Anwendung ist halt mega easy. Auch hatte ich bei den Hühnernetzen immer das Problem, dass die mitgelieferten Pfosten nicht ausgereicht haben. Der Zaun hing dann immer extrem durch, was einfach nicht schön aussieht. Und man muss sich dann entweder immer selber mit Zusatzpfosten behelfen oder weitere Pfostenpakete extra noch nachbestellen, wodurch der Zaun dann teurer ist, als es eigentlich immer von den Herstellern behauptet wird. Und hier habe ich jetzt mal das Gefühl, dass die mitgelieferten Pfosten auf jeden Fall auch zur Zaunlänge passen und dass es nicht mehr Pfosten benötigt, damit der Zaun stabil dasteht. So, das Abbauen war dann auch kein Problem. Die Spieße einfach wieder rausziehen
und dann fällt der Zaun auch nicht verstrickt und verwirrt ineinander zusammen, wie es wieder beim Netz das Problem ist, sondern er klappt sich halt einfach ein oder um. Und da er nicht sehr schwer ist, kann man ihn dann auch recht zügig wieder aufrollen. Da ist es natürlich jetzt so, dass man schon ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht Gräser, Blätter, Schmutz und Ähnliches gleich mit aufrollt, denn dann sieht er direkt schon wieder nicht mehr so sauber aus. Und ich rolle diese ganzen 25 Meter dann eigentlich in 2 Minuten wieder schön auf und kann den Zaun so an seinen anderen Standort einfach hinbringen und transportieren. Wäre jetzt Herbst, könnte ich den Zaun jetzt relativ easy auch einfach wieder einlagern und bis zum nächsten Frühling gut und platzsparend verstauen. Wir legen den Zaun aber direkt wieder an seinem neuen Bestimmungsort aus, und zwar angrenzend an die bestehenden Hühnergehege. Meine Eltern helfen mir kurz und wir bauen ihn da nochmal auf. Er soll quasi als weiteres Gehege für die Legehennen fungieren, das dann so rund um die anderen Gehege herumwandern kann. So haben die Hühner zwischendrin auch wieder mal richtig viel frische Wiese. Nur ist es eben so, wegen der Greifvögel können sie nicht permanent dann in dieses mobile Gehege, sondern immer nur, wenn jemand von uns vor Ort ist und ein bisschen die Aufsicht hat. Aber das ist ja gar nicht so selten auf einem Bauernhof. Und das war's jetzt eigentlich schon. Ich würde sagen, ich berichte euch weiteres, wenn ich Langzeiterfahrungen habe zu dem Zaun, vor allem was die Verwitterung anbelangt. Ich gönne mir jetzt nach der Arbeit einen Apfel zur Stärkung. Die Hühner kriegen natürlich auch einen Apfel. Die sind jetzt wieder in ihren sicheren Gehegen und freuen sich aber schon, dass es bald wieder ab auf die Wiese geht. Und zum Thema Flugfähigkeit eben. Ja, theoretisch könnten Hühner eben fliegen. Hier ein Tandemsprung von Exchequer und Castiglione. Also diese Netzzäune und mobilen Hühnerzäune werden wirklich oft nur nicht überflogen, weil das Hühnerauge die nicht richtig einschätzen kann. Den Link zum Selfmania-Zaun findet ihr natürlich im Beschreibungstext zum Video. Danke fürs Zuschauen, bleibt den Hühnern treu und bis bald.